Hallo, das ist eine kurze Demonstration, wie an Zoom-Meetings des NSV teilgenommen werden kann. Du solltest eine Einladung erhalten haben, die so ähnlich aussieht wie diese. In dieser Einladung befindet sich der Zoom-Link. Dieser muss angeklickt werden, damit er sich der Standardbrowser öffnet. Bei mir ist es der Firefox. Anschließend erscheint folgendes Fenster, in dem die Zoom-App installiert werden möchte. Dies ist auch die empfohlene Vorgehensweise. Allerdings kann man diesen Vorgang auch abbrechen, sagen Launch Meeting und sagen Join from your Browser, sodass ohne jegliche Installation das Zoom-Meeting auf dem Rechner gestartet werden kann in dem entsprechenden Browser. An dieser Stelle muss ein Name eingegeben werden, mit dem man dem Meeting beitritt. Bei den NSV-Sitzungen sollte dies möglichst aussagekräftig dann sein. Anschließend kann man beitreten und muss darauf achten, dass auch sämtliche JavaScript-Sachen aktiviert sind im Browser. Man muss weiterhin Ampeln erkennen können und kann dann, nachdem man die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat, dem Meeting beitreten. Wie gesagt, in dieser Konstellation ist es ohne jegliche Installation. Es wird nur ein Browser benötigt. Anschließend kann man noch sich überlegen, ob man den Audio-Teil per Telefonanruf parallel macht oder das Computer. Genau. Hier unten kann man dem Audio beitreten. Hier kann man die Webcam aktivieren. Über diesen Link sieht man, welche weiteren Teilnehmer in dem Meeting bereits eingetreten sind und so weiter. Und über Verlassen kann man das Meeting verlassen. Nun zeige ich dann auch die Variante, wenn die Installation der Meeting-App heruntergeladen werden wird. Dazu ist eben entsprechend das Installationsprogramm auf den Rechner herunterzuladen. Und anschließend startet dann die Installation. Das geht relativ zügig und sollte nur wenige Sekunden in Anspruch nehmen. Anschließend sollte die Zoom-App installiert werden und gestartet werden. Geben Sie Ihren Namen ein, da kann der entsprechende Name dauerhaft hinterlegt werden. Genau, und an einem Meeting teilnehmen würde dann entsprechend schon zu dem vorher angegebenen Link hinführen, sodass man dann jetzt in dem Fall über die App an dem Zoom-Meeting teilnimmt. Auch hier kann man wieder auswählen, ob man per Telefon sich hinzuwählen will oder mit dem Computer-Audio. Genau. So, das ist jetzt hier alles in dieser Zoom-App. Die Funktionen sind ähnlich wie eben schon mal vorgeführt. Ich gehe es trotzdem einfach mal einmal durch, weil die Zoom-App, wie gesagt, die empfohlene Variante ist. Hier kann man sich stumm schalten, was man auch machen sollte, solange man nichts sagen will und nur die Stumpfschaltung aufheben, wenn man eben etwas sagen möchte. Wenn das Mikrofon durchgestrichen ist, ist die Stumpfschaltung aktiviert und alle anderen Teilnehmer können einen nicht hören. Und wenn man das aktiviert, ist man eben entsprechend von allen hörbar. Über diesen kleinen Pfeil kann man entsprechend noch Einstellungen vornehmen. Beispielsweise, wenn man verschiedene Mikrofone zur Verfügung hat, muss man auch das richtige Mikrofon auswählen. Auch der Lautsprecher kann ausgewählt werden, wenn man verschiedene Ausgänge hat. Da könnte es dann eben entsprechend auch oder könnte hier die Problembildung
Behebung beginnen, falls man beispielsweise das Meeting nicht hören kann oder offensichtlich von den anderen Leuten nicht gehört werden kann. Die Einstellungen können hier auch getestet werden, Lautsprecher und Mikrofon testen, wodurch hier ein Klingelton abgespielt wird, wo man bestätigen soll, dass man diesen hört. Und im zweiten kann man dann etwas sagen und entsprechend danach abspielen lassen, ob das Mikrofon auch tatsächlich funktioniert. Video starten. Gut, ich habe hier keine Kamera installiert, aber hier würde, wenn eine Webcam installiert wird, dann die Funktion sein, dass man diese aktiviert und dann eben von allen gesehen werden kann. Über die Teilnehmerliste, die dann jetzt hier daneben eingeblendet ist, sieht man, welche Teilnehmer alle in dem Meeting bereits vorhanden sind und eingetreten sind. Aktuell bin nur ich das. In NSV-Terminen sollten dann entsprechend auch hier mehrere Leute in dieser Liste erscheinen und hier in der Klammer die Anzahl der Teilnehmer. Der Chat. Über den Chat kann man mit den anderen Teilnehmern kommunizieren. Man kann es entweder an alle senden oder an einzelne Personen können Chat, Textnachrichten oder auch Dateien gesendet werden. Über diesen Chat können beispielsweise Fragen gestellt werden oder beispielsweise signalisiert werden, dass man eine Frage hat, beispielsweise bei größeren Veranstaltungen, wo das sinnvoll ist. Bildschirm freigeben, könnte man seinen eigenen Bildschirm freigeben, falls das erforderlich ist, um Dinge zu präsentieren. Und Reaktion, könnte man hier eine Reaktion darstellen, die dann auf dem eigenen Bild dargestellt wird, beispielsweise um Zustimmung zu signalisieren oder, ja, oder andere Reaktionen. Und über Verlassen könnte das Meeting wieder verlassen werden. So einfach ist es eigentlich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der kommenden NSV-Meetings. Ciao.